Zentrale Erkenntnisse für uns sind erstens, dieser Polizeieinsatz am 30. September war rechtswidrig und nicht verhältnismäßig. Da sind wir uns sehr, sehr sicher. Vor allen Dingen, nachdem wir unseren Sachverständigen, den Professor Poscher, dazu gehört haben. Und die zweite wichtige Erkenntnis ist, es gab eine Erwartungshaltung, die die Politik sehr früh formuliert hat, die sie im weiteren Verlauf der Wochen und Monate hin zum 30. September verdichtet hat. Stichworte: Mappu sagt am 20. September beim Besuch des Polizeipräsidiums, offensives Vorgehen wird von mir erwartet, keine Verfestigung von Baumbesetzungen, keine weiteren Duldungen. Und es kommt hinzu, ich will eine Regierungserklärung am 6. oder 7. Oktober abgeben, und da erwarte ich natürlich, auch wenn ich das so nicht ausdrücke, dass bis dahin Tabula Rasa gemacht ist. Also die Erkenntnisse wurden sowohl durch Aktenstücke als auch durch Zeugenaussagen zutage gefördert. Und unser Anfangsverdacht, dass politische Einflussnahme stattgefunden hat, wurde insoweit bestätigt. Das ist der konkreteste Ausdruck dieser Einflussnahme. Denn die Besprechung im Staatsministerium, haben wir jetzt zum Schluss im Finale erfahren, war kein reines Informationsgespräch, so stellt es der Ministerpräsident immer dar, sondern bei diesem Gespräch fiel tatsächlich die Entscheidung, dass der Einsatz am 30. September um 10 Uhr stattfindet. Es wurde hin und her abgewogen, der Landespolizeipräsident hatte einen anderen Vorschlag, der wollte das nicht, weil er die Risiken gesehen hat. Es wurde abgewogen, haben wir genug auswärtige Polizeikräfte. Es war übrigens nicht klar zum Zeitpunkt der Besprechung, dass die Polizeikräfte ausreichend sind. Das Risiko war hoch, dennoch hat man sich dafür entschieden und der Mappus hat ausdrücklich gesagt, dann machen wir es so. Ich habe die Situation als sehr, sehr bedrohlich empfunden, ab dem frühen Nachmittag da, viele, viele Stunden bis spät in den Abend, habe immer nur friedliche, empörte, aber friedliche Bürgerinnen und Bürger gesehen, habe großes Unverständnis, großes Entsetzen über diesen Polizeieinsatz gesehen und habe leider Polizeigewalt gesehen, die ich mir bis dahin jedenfalls in der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 nicht vorstellen konnte. Die Befürchtung muss man haben. Ich halte es auch für einen Skandal, dass diese Protokolle nicht vorliegen, weil es waren entscheidende Besprechungen. Es waren nicht irgendwelche x-beliebigen Erörterungen, sondern es waren die beiden Besprechungen, in denen erstens der Termin 30.09. konkret festgelegt worden ist und in denen zweitens die konkreten Bedingungen des Polizeieinsatzes formuliert und abgestimmt worden sind. Deshalb sind das ganz wichtige Termine. Und dass ausgerechnet dafür keine Protokolle vorliegen, spricht Bände und lässt uns befürchten, dass uns etwas verheimlicht werden soll. Also der Polizeipräsident hat es heute ausdrücklich bestätigt. Ich fühle mich da auch in diesem Verdacht durch die heutige Sitzung bestätigt, dass hier gezielt gegen diese breite, bürgerliche, kritische Protestbewegung Leute eingesetzt worden sind, um zu diskreditieren, um zu diffamieren, um persönliche Lebensverhältnisse von Beteiligten, vielleicht wichtigen Akteuren auszuforschen. Diese Geschichte ist allerdings noch nicht zu Ende, da ist weitere Aufklärung notwendig.